Eigentlich sieht der Samstag ja ganz gut aus. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und bis zu 33 Grad im Osten. Aber irgendwas dazwischen muss ja passieren. Und tatsächlich, es drohen Unwetter. Denn relativ schnell ziehen von Westen und Süden Regen auf. Ja, und das sind dann zwei Linien, die kommen. Die Kaltfront ist eigentlich nicht das Problem, die eigentliche Kaltfront. Aber es bildet sich eine vorlaufende Konvergenzlinie, eine starke Gewitterlinie mit zwei Schwerpunkten. Einmal ganz im Süden, da kann es sogar eine Superzelle geben. Und einmal im Osten, hier kann es vor allen Dingen schwere Winde geben. Also, fassen wir nochmal zusammen. Im Süden Superzelle, auch großer Hagel möglich, orkanartige Sturmböen, Starkregen bis 60 Liter pro Quadratmeter. Dann linienhaft angeordnete Gewitter, auch überall Starkregen und Sturmböen möglich. Und im Osten nochmal orkanartige Böen möglich, da können die Dinger nochmal stärker sein und auch Starkregen. Das Ganze zieht relativ schnell weiter, 16 Uhr schon die Höhe von München, 18 Uhr hat es dann eigentlich schon Berlin so ein bisschen passiert und zieht dann auch relativ schnell raus. Aber wie gesagt, am Nachmittag Unwettergefahr im Osten am Samstag. So, wenn wir dann mal auf den Sonntag gucken, ja, da sieht es deutlich besser aus. Also im Süden ein bisschen Regen noch, ne? Also auch ein bisschen länger anhaltender Regen vielleicht noch. Ansonsten tolles Wetter, ja, vielleicht ein paar schöne Wetterwolken, aber wirklich gut. Und die Temperaturen, naja, die sind nicht mehr ganz so toll. 15 Grad im Regen im Süden, aber immerhin bis zu 23, 24, vielleicht sogar 25 Grad am Rhein. Also dort Sonntag wird der deutlich bessere Tag. In der neuen Woche kommt dann auch wieder wärmere Luft zu uns. Aber es bleibt unbeständig und es drohen auch dann wieder neue Unwetter. Die besten Feuersangferienorte finden Sie auf weiter.com.